Jaren, wo hast du diese ACU her? Die sieht super aus. Wir haben immer noch ein paar Loyalisten in der Regierung und in der Armee der Erleuchteten. Wir? Ja, wir. Bevor ich sterbe und angesichts der Reaktion meines Körpers auf diese neue Medizin, könnte das eher früher als später passieren. Hör auf damit. Mutter hat noch fast 2 Jahre durchgehalten, nachdem sie das 4. Stadium erreicht hatte. Ich will sehen, wie unsere Gesellschaft zu den Werten und Prinzipien zurückkehrt, die Prinzessin Rhianne Burke gelehrt hat, als sie noch am Leben war. Die Royal Guardians waren damals ihre Beschützer. Und sie sind die einzigen, die unser Volk zurück auf den Weg bringen können. Und weg von der UEF. Das war eine nette Rede, Bruder. Du solltest in die Politik gehen. Ich arbeite lieber hinter den Kulissen. Das Hirn zu deinen Muskeln. Es heißt, du warst damals selbst ein richtig guter Commander. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es mit mir hättest aufnehmen können. Du hast recht. Ich hätte mich fertig gemacht. Das ist meine Schwester. Wir sind da. Was jetzt? Wir müssen eine komplette Cybran-Armee aufhalten. Mir fällt nichts ein. Ich habe eine Idee. Das wird nicht klappen. Sie sind zu groß. Es wird klappen. Ja, diese Geschütze haben es ganz schön in sich. Hat sich deine kleine Schwester je geirrt? Okay, lass die restlichen Boote in die Meerenge. Das nenne ich einen Erfolg. Es ist ein tolles Gefühl, wieder Dinge in die Luft zu jagen. Na, dann wirst du dich gleich noch besser fühlen. Ich empfange Signale von sich nähernden Cybrans. Sie sind früh dran. Dir ist klar, dass es danach kein Zurück mehr gibt. Lass uns loslegen. Gehen wir das nochmal durch. Eine unbemannte Kriegsflotte der Cybrans passiert das Markon-Delta, um eine Ladung Waffen zu liefern. Unsere Aufgabe ist, sie auf den Grund des Ozeans zu befördern und die Cybrans denken zu lassen, dass es die Erleuchteten waren, um die Regierung zu destabilisieren. Wir schieben es auf sie, ausgezeichnet. Das Delta hat einen natürlichen Engpass. Die Blockade steht, dank deiner netten Schiffsumsiedlungsaktion. Wenn die Cybrans anhalten, um das Wrack aus dem Weg zu räumen, feuere ich aus allen Rohren. Es gab viele Gefechte in diesem Gebiet, erst kürzlich, weshalb jeder, der es passiert, auf der Hut ist. Halte ein Auge offen für noch funktionierende Verteidigungsanlagen. Das wäre doch Schummelei. Betrachte es als Heimvorteil. Okay, die Cybrans sind in Radarreichweite. Positioniere deine Einheiten und bringe so schnell wie möglich ein paar Fabriken zum Laufen. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Tja, machen wir das, ne? Und damit herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Supreme Commander. So, Techniker. Und wir. Dorthin. Tja, ist ein bisschen her, dass da auch nur irgendwas gekommen ist. Es sind neue Forschungsoptionen verfügbar. Aber ich hatte in letzter Zeit ein kleines bisschen was zu tun, also müsst ihr mir das verzeihen. So. Haben wir hier noch Techniker? Ach, das sind alle Techniker hier. Was war denn hier? So, Sirens. Ah ja, sehr schön. Achso, die kommen hier gerade noch. Die müssen ja noch umgewandelt werden, genau. Und so, was haben wir denn hier? Raketenwerfer? Ach, das wird gar nicht mehr angezeigt. Auch nett, auch nett. Okay, mobiler Raketenwerfer, mobiler Raketenwerfer, Panzer, wie ich das da so gesehen habe. Okay, machen wir so. So, was haben wir hier? Lufttransporter, sehr praktisch. Und nochmal 2 Techniker, halt, warte, Lufttransporter. So, die Techniker sind im Lufttransporter. Der bewegt sich mal bitte dort rüber. Die Cybrains. Mal gucken. Ach, guck mal, da kommen sie ja schon.
Du verduftest. Ach, und übrigens, die hier alle, die dürfen feuern bei Sichtkontakt. So. Der hier macht den. Und du hier machst den und den. Kann ich die zufällig angreifen mit mobilen Raketenwerfern? Die Cyberns haben die Blockade erreicht. Schlag mit allen Mitteln im Wasser zu. Im Wasser? Ich habe irgendwas verpasst, oder? Scheiße. Gut. So, der hier macht den letzten noch. Gut. Ja, nun. Wo ist der Techniker hin? Muss hier nicht irgendwo noch ein Techniker stehen? Whatever. So, gepanzerte Kommandoeinheit. Die hier, ne? Wo ist der? Keine Ahnung. Gepanzerte Kommandoeinheit, gleich nochmal. So. Ein paar Massegeschichten aufstellen. Was läuft denn da die ganze Zeit so? Das Ding. Und das. Und so was. So. Ach du Kacke, da vorne kommt die nächste Front. Ich sehe gerade, ich habe Forschungspunkte. Erstmal so das Grundlegende. So, da kommt die nächste Front. Der hier verdrückt sich erstmal bitte da hinten, nach da hinten. Die hier ist am Bauen und am Machen. Ist er abgetaucht oder zerstört? Sieht er nach zerstört aus. Die Dinger haben auf jeden Fall was drauf. Wenn sie nicht gerade kaputt gehen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Na egal, ich muss jetzt erstmal sowieso hier ein bisschen was machen. Oh, den hier ist
kaputt. Sonst noch einer? Nee. So. Landfabrik, Luftwaffenfabrik. Keine Wasserfabrik. Das ist blöd. Dann machen wir, glaube ich, erstmal eine Luftwaffenfabrik. Dann können wir die dann nämlich auch von oben attackieren. Fertig? Fertig. Ui. Das donnert draußen aber ganz schön. So, das Blöde ist, die meisten werden hier angegriffen, bevor sie sich verteidigen können, aber es sieht so aus, als... Ja. So. Einmal dort absetzen, bitte. Du dort. Warte mal, wenn die schon angreifen, dann will ich wenigstens einen Heimvorteil haben. Sind das nicht mobile Raketenwerfer hier irgendwo? Gut. Ich empfange das Signal eines Flugzeugträgers, Kommandoklasse. Sie kommen vorbereitet. Ist ja ganz nett. Okay. Wie sieht's mit unserer Luftwaffenfabrik aus, ne? Was haben wir hier? Jäger und Bomber und Techniker. Pöng? Schlechte Neuigkeiten. Ein Soul Ripper-Prototyp hält in der Luft auf dich Kurs. Ich bin bereit. Naja, also es wäre übertrieben, das zu behaupten. Okay. Mir scheinen gerade ein paar Langstreckengeschütze aktiviert zu haben. Das finde ich gut. So, wir verdriften erstmal dorthin. Hier ist unser erster Bomber. Wir verdünnisieren uns nach dort, das ist gut. Ich kau nebenbei Kaugummi. Sonst beiße ich mir nämlich die ganze Unterlippe auf. Vor Spannung. Ich find's gut, dass die hier Jäger und Bomber in einem haben. Das ist echt gut. Uiuiui. Werden richtig zurückbeschossen. Kann ich denn sagen, worauf die feuern sollen? Ja, geil. Also ihr sollt doch feuern, wenn ihr könnt. Hui. Außer Reichweite, Scheiße. Abgestürzt und ausgebrannt, der Soul Ripper ist erledigt. Gut. Luft. Bauzeit. Schaden, was ist das hier? Das hier, kriegt er alles noch mit.
Wie sieht's denn mit unserer Armee aus hier unten, unserer kleinen? Okay, 5 von denen haben wir. So, dann lass auch mal den Techniker runter. Und der tut für uns folgendes. Das und das. Ein bisschen schneller, wenn es noch geht. Das hier unten sind 6. Gut. Ach, das ist hier fies. Ja, der Techniker hat den Geist aufgegeben. Es werden eindeutig immer mehr. Okay, dann baue ich noch mal ein paar. Was haben wir denn hier? Lufttransporter. Gunship. Wir hatten 3. 10 weitere. Ach, scheiß drauf, einfach noch mal so. Hier, komm, passt schon. Und ein paar Gunships. Und die kommen auch langsam, aber sicher näher. Okay. So, in Luft. Was haben wir denn hier? Anhaltende Brandbomben. Was hätten wir hier noch? Nicht viel. Gebäude. ACU hätten wir noch einiges. Was ist das hier hinten eigentlich? Ach, Masseextraktor. Und Radareinrichtung, auch sehr schön. Ich finde es interessant, wie hier die Rohre gehen. So, 10 unserer Bomber. Die angreifen dürfen, wenn sie wollen. Angriff nach eigenen Ermessen nennt man das, glaube ich. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das mit den Jägern ist gelogen. Oder nicht? Nee, doch nicht. Ist doch nicht so gelogen. Gut. Vielleicht mache ich noch eine zweite Luftwaffenfabrik. Ich meine, ich habe genug Masse, also insofern. Interessant, wie die gebaut wird. Okay, diesmal keine Jäger. Zumindest nicht sofort. Die hier ist fertig. Ja. Ein Gunship und das hier in der Reihe nach dort. Nein, nach dort. Kann ich bei dem hier eigentlich genauso machen. Die echt so einen langen Anflug? Wow. Was ist denn das hier? Luftransporter? Gunship. Der Luftransporter, guck mal dorthin. Nicht, dass ich den noch versehentlich in die Schlacht schicke.
Ne, wie in der einen Folge, als ich da mal eben neun tolle Lufttransporter gebaut habe und gemerkt habe, oh scheiße, das ist der Lufttransporter. Das war die Folge mit den Fat Boys. Oder eine der Folgen, die erste glaube ich sogar noch. Oder die zweite? Ach, egal. Alles feuert nach Ermessen. Na gut, dann fangt mal an, Jungs. Die Flotte der Cybrans rostet auf dem Boden des Deltas. Jaren? Ich habe gerade einen Bericht empfangen, dass UEF-Streitkräfte die Kolonie New Cathedral auf Altair 2 angegriffen haben. Alter, ihr zwei. Hunderttausende Erleuchtete gelten als vermisst. Nein. Doch. Brauchst du noch mehr Beweise, dass unsere sogenannten Anführer ihre eigenen Leute nicht beschützen können oder wollen? Wie haben sie reagiert? Sie haben den Angriff lediglich verurteilt. Typisch. Eine Rede ist keine vernünftige Antwort auf die Grausamkeit der UEF. Sie werden dafür bezahlen. Operation abgeschlossen. Ja, Gefecht. Dafür gibt es natürlich, also hier Khan voraus. Gefecht, gibt es keine Punkte. Zeit total in Ordnung innerhalb von 19 Minuten. Operationsziele und Forschung, naja. Technologie erforscht habe ich nicht. Tja, und wir wissen es natürlich besser, denn die UEF steckt nicht hinter dem Angriff, sondern Commander Rogers. Alleine. So, normalerweise mache ich ja nach einer Schlacht immer Schluss. Jetzt weiß ich nicht, es ist gerade mal eine Folge. Ach, wisst ihr was? Ich nehme morgen wieder auf. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, kommentieren, bewerten und abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession von Let's Play Supreme Commander 2. Übrigens, ich klinge nur so gelangweilt, ich bin's nicht. Also, bis dann. Tschüss.